Das ist das Scott Gambler 900 Tuned. Schaut es euch an, also es ist einfach schön. Auf Bildern allein schon wirkt diese Farbe richtig cool, aber live ist es noch besser. Das alte Gambler gibt es seit 2013. Das heißt, 6 Jahre lang hat sich Scott Zeit gelassen, dieses Bike zu entwickeln. Mein erster Eindruck war, als ich es in die Hand genommen habe, es war unglaublich leicht. Und als ich dann drauf saß, war es direkt wie zu Hause. Das neue Scott zu testen war wirklich besonders für mich. Man hat ja über die letzten Jahre ganz oft irgendwelche Prototypen gesehen, die von Profis gefahren wurden. Ich habe das alte Scott Gambler gefahren und wollte einfach wissen, wie das Rad danach ist, weil es schon vorher richtig toll war. Ich bin 1,81 und bin die Rahmengröße L gefahren. Das Gambler hat einen Lenkwinkel von 62,9 Grad, was fast genau gleich ist wie früher. Die 460,4 mm Reach sind knapp 1,5 cm länger als das alte Gambler und machen es halt deutlich länger. Der flache Lenkwinkel, der ist natürlich ein Muss für ein Downhill-Bike. Und der Reach und sogar die Kettenstrebe machen das Rad natürlich wirklich lang. Interessant fand ich aber, dass ich das erst nachher festgestellt habe, dass es so lang ist. Ich saß drauf, bin gefahren und habe gedacht, wow, ist das verspielt. Macht vielleicht auch das Fahrwerk. Das Fox-Fahrwerk hat unglaublich gut funktioniert. Es war aktiv und man hatte sehr viel Grip. Besonders ist, dass Scott sich verabschiedet hat von dem ISCG 05 Standard, wo die Kettenführung und der Bashguard dran montiert sind. Die haben sich einfach was Eigenes ausgedacht. Und zwar nicht nur, um den Rahmen besser auszulegen, dass man einfach dort die Punkte hinsetzen kann, die Montagepunkte, wo man möchte, sondern man kennt es eigentlich nur, dass die Kettenführung von vorne drauf montiert wird. Und wenn man sie abmachen möchte, austauschen möchte, muss man komplett die Kurbel abnehmen. Und Scott hat es jetzt so gemacht, dass man das alles von hinten montiert. Das heißt, man kommt problemlos an jede Schraube dran und kann einfach ohne irgendwas am Antrieb zu machen, kann man die Kettenführung demontieren, austauschen. Mit als erstes fällt natürlich der Lenker auf. Er ist eine Kombination aus Lenker und Vorbau. Direktmontage natürlich an die Doppelbrückengabel. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, den Roll von dem Lenker einzustellen. Das heißt, man ist einfach fix, wie der Lenker sich halt anfühlt. Das macht es sehr leicht. Man spart natürlich Schrauben und etliche andere Sachen. Man kann es eben nicht mehr an sich selbst anpassen. Für mich, ich bin eigentlich auch sehr sensibel bei sowas, aber es war genau richtig für mich. Ich hätte es nicht anders eingestellt. Es kann aber auch passieren, dass natürlich jemand, der irgendwie anders das eingestellt haben möchte, den Lenker in dem Fall austauschen muss. Das Gambler bietet extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann 27,5 und 29 Zoll Räder fahren am gleichen Rahmen. Man kann die Kettenstrebenlänge anpassen. Mit dem 4-Way-Chip hat man die Möglichkeit, die Innenlagerhöhe einzustellen. Zudem kann man den Lenkwinkel einstellen, indem man die Schalen, in denen sich die Steuersätze befinden, austauscht. Das Scott Gambler hat mir wirklich viel Spaß gemacht und es war wirklich schnell. Empfehlen kann man es eigentlich jedem, der sich ein geiles Downhill-Bike kaufen möchte. Das heißt, von der Park Rat, die einfach ohne Ende Downhill-Meter sammeln möchte und dabei richtig shredden, bis hin zu dem Racer, der einfach jedes Zehntel haben möchte, was auf der Strecke liegt. Das alte Gambler, wer das gefahren ist und hatte, jeder weiß, man hat es entweder geliebt, weil es irgendwie strange aussah, oder man hat es gehasst, weil es strange aussah. Aber das neue Bike sieht einfach geil aus und ich glaube, jeder wird es lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Ansonsten findet ihr den Link zu dem Gambler unten in der Beschreibung.